Wir stehen jetzt hier am Schwenninger Moos. Und das Schwenninger Moos führt dazu, dass der Neckar in die Landschaft fließt. Also das war jetzt ein super tolles, perfektes Deutsch. Alles zutreffend. Ich würde sagen, 5 Sätzen. Machen wir nochmal, Helmut. Okay, machen wir nochmal. Also, wir stehen hier am Schwenninger Moos und aus dem Schwenninger Moos heraus entspringt der Neckar. Ja, und das Schwenninger Moos, das ist, wie der Name sagt, in Schwenninge. Das ist eine Doppelstadt mit Villingen-Schwenninge. Und zwar liegt das am Rande des Schwarzwaldes. Wir kennen uns hier nicht aus. Wir wissen, dass hier der Neckarursprung ist, aber haben uns da vorher noch nicht großartig damit auseinandergesetzt. Jetzt sind wir hier im Schwenninger Moos und irgendwo muss ein Stein in Schwenningen sein. Und das ist der offizielle Neckarursprung. Und den Stein suchen wir natürlich noch. Ein Punkt, sagen wir gleich zum Neckar was? Ja, also der Neckar, das ist ein Nebenfluss des Rheines. Und wie gesagt, er entspringt hier im Schwenninger Moos. Und er fließt über Stuttgart und Heidelberg nach Mannheim. Ja. Und in Mannheim, da fließt er in den Rhein, also vereinigt er sich mit dem Rhein. Ja, über 360 Kilometer sind es ungefähr, bis der in den Rhein kommt, von hier, von Schwenningen aus. Und nicht nur Stuttgart, Heidelberg, Mannheim, sondern dazwischen liegt auch noch Heilbronn, Gundelsheim und Eberbach, wo wir schon gestanden haben und auch gedreht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir in Heilbronn gedreht haben. Aber das ist ja jetzt egal. Also auf jeden Fall fließt er da natürlich auch durch. Und ja, viele größere Städte. Und eben schiffbar ist er ab Lochingen ist er eher schiffbar. Also südlich von oder östlich von Stuttgart. Ja, und der Neckar hat sehr viele Staustufen. Und es können nicht ganz so große Schiffe fahren wie auf dem Rhein, weil diese Staustufen sind... Oder diese Schleusen, die haben diese Größen für große Containerschiffe einfach nicht. Ja, also für Zugverbände oder Schleppverbände, die passen da nicht rein. Da passen also nur diese Binnenschiffe rein, bis zu einer gewissen Länge. Aber die Länge weiß ich jetzt, das ist ja nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so tragisch. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier in dem Schwenninger Moos, dem Ursprung vom Neckar. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns dieses Moos jetzt noch ein bisschen an. Vielleicht kann man hier drum herum gehen, denn das sieht also sehr idyllisch aus. Ist ja auch alles Naturschutzgebiet. Und ja, wollen wir noch was zum Stellplatz sagen? Ja, und wenn die Ursi was von gehen sagt, dann meinen wir natürlich rumfahren. Ja klar, mit dem Fahrrad. Anders geht's ja bei uns nicht. Ja, wir stehen hier an einem wunderschönen Stellplatz. Villingen-Schwenningen hat eine Messe. Und der große Messeparkplatz ist ja im Moment leer, der wird für Wohnmobile zur Verfügung gestellt, ist aber nicht sonderlich schön, deswegen ist hier auch nur die Ver- und Entsorgungsstation. Eine Wiese auf der anderen Seite des Messegeländes ist ausgewiesen als kostenloser Wohnmobilstellplatz. Vielen Dank an die Stadt Schwenningen dazu. Da steht man sehr schön, relativ ruhig, muss ich sagen. Und man hat alles, was man braucht im Prinzip. Also Stromsäulen und sowas ist natürlich nicht da. Aber das ist für uns ja auch kein Thema mit unserer 180 Ampere Lithium-Batterie. Zum Entsorgen muss man bloß um die Ecke fahren. Also es ist kein Problem. Ja. Und ja, und jetzt fahren wir aber weiter, oder? Ja. Also, bevor wir uns da verlabern. Ja, genau. Wir melden uns bestimmt nochmal.
natürlich, wenn man unterwegs ist und dann immer solche Erklärtafeln oder Hinweistafeln sieht, weil, also mir war das jetzt völlig unbekannt, dass hier die Wasserscheide ist, und zwar geht ein Teil dieses Neckarwassers, geht ja dann jetzt in der Neckar und, wie ich schon gesagt habe, in Mannheim in der Rhein und landet da natürlich dann in der Nordsee. Und wo geht der andere Teil hin? Das war mir jetzt also völlig neu, dass dieser Teil in die Donau fließt und von der Donau im Schwarzen Meer. Also so, ich wusste das nicht. Nein, natürlich nicht. Die ist ja ganz kurz bei mir dabei. Und wir waren ja, das Video von der Donau haben wir vor 2 Jahren gemacht ungefähr, ja. Und da haben wir genau über die europäische Wasserscheide gesprochen, ja. Denn wir sind hier im Bereich der europäischen Wasserscheide und im Mündungsbereich vom Neckar fließt wohl ein Teil eben Richtung Rumänien, also Richtung Donau, und ein Teil fließt Richtung Neckar, der größte Teil natürlich, und der Neckar mündet in den Rhein und der Rest in die Donau. Wir verlinken euch, oder wir blenden mal das Video ein über die Donau. Ja, aber ob wir da überhaupt das gesagt haben. Natürlich also, haben wir das gesagt. Ist, ja, ist doch egal, auf jeden Fall, mir war das jetzt wieder neu und wenn ich es mal gewusst hatte, war es mir entfallen und aber jetzt weiß ich es wieder. Also ihr seht, wenn man mit einer Frau ab einem gewissen Alter verheiratet ist, lohnt es sich immer wieder mal zu einem anderen Ort zurückzukehren. Sie lernt immer wieder was Neues dabei. So charmant, ich sag's euch. Ja, ob das jetzt was hilft, also ich weiß noch nicht. Ja, und Radfahren sollte man hier eigentlich auch nicht. Nein, aber Helle mit seinem tollen Knie. Ja, und die Ursi nimmt es da auch nicht so ernst. Soll ich in der Nachlaufer? Aber wir sind. Du bist vorausgefahren, möchte ich nur sagen. Wir passen natürlich auf und steigen auch ab. Ja. Also, sollte man nicht unbedingt, aber was will man machen, wenn man schlecht zu Fuß ist? Und wer es zu genau nimmt, der hat jetzt einfach nicht zugehört. Ja, genau, und der kann jetzt auch schimpfen. Ja, genau, schimpft wie Rohrspatz. Genau, aber ihr braucht. Passt da dazu hier, Rohrspatz, ja, oder? Ja, genau, aber ihr braucht es uns nicht schreiben, wir wissen selber. Also, jetzt gehen wir weiter. Ja. Schön ist, hier sind auch immer so Aussichtsplattformen, wo man dann ins Moor hineinschauen kann. Denn hineingehen sollte man ja nicht, denn das kann schon nicht ganz ungefährlich sein, stellenweise. Ja, es ist halt sehr schwabbelig wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ob man in diesem Moor hier versinken kann. Ich glaube, das sind andere Moore, oder? Das ist im Grenzbereich, wo es feucht ist, auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall, wir probieren es schon gleich mal gar nicht aus. Aber hier an dieser Stelle kann man wunderschön das Moor sehen mit Heidekraut. Ähnlich oder vielleicht ein ganz kleines bisschen ein Ausschnitt wie in der Lüneburger Heide, aber nur mit ganz viel Fantasie. Und halt sehr südlich. Ja, und ich weiß nicht, ob dieses Heidekraut schon richtig blüht. Also man sieht schon ein bisschen was, aber ich glaube, es blüht noch nicht so ganz richtig. Auf jeden Fall sieht es sehr schön aus. Thank you.
Tatsächlich ist die Neckarquelle gar nicht schwer zu finden. Wir sind schon zweimal fast dran vorbeigefahren, aber so leicht ist es dann doch wieder nicht. Klar, wenn man hier fremd ist und dann findet man halt nicht alles auf Anhieb. Aber wir haben jetzt eine wirklich schöne Tour um das Schwenninger Moos gemacht, also um diese Seen. Das sind ja mehrere solche Moorseen. Es war jetzt richtig schön. Ja, richtig schöner Vormittag. Ja, und jetzt, schauen wir. Jetzt machen wir hier ein kleines Päuschen. Ich meine, überall ist Wassergeplätscher. Da sollte man jetzt auch mal eine kleine Pause einlegen und ein bisschen trinken. Wasser zu uns nehmen. Ja. Mal schauen, was wir sonst noch machen mit dem angefangenen Tag. Aber genau. Jetzt gibt es erstmal eine Pause. Ja. Und die Ursi hat sich lieber den jungen Mann gesetzt. Das ist doch mein neuer Freund. Der hat aber kein Interesse an dir. Er ist so sehr beschäftigt mit Lesen. Das ist nämlich der Matze. Und der liest diese Neckarquelle, liest der. Und naja, okay, soll er lesen. Aber wisst ihr was, ich kann mich ohne Maske neben ihn setzen. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Okay, Matze liest. Und wir machen ein kleines Päuschen, oder? Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Wasser schmeckt immer. Sie ein Barfußpfad. Ja. Was heißt das? Wir so, haben schon bereit. Einfach reinsteigen. Glas. Ich würde sagen, das ist echtes Glas. Okay. Und tschüss. Und tschüss. Das Verlassen des Pfades ist untersagt. Warst du ganz schön gefordert als Barfußpfad-Profi, oder? Das muss ich also wirklich sagen, ja. Also diese Steine, die sind nicht so ohne. Was eher eine neue Erfahrung war, über Kienäpfel. Das war also gar nicht mal so schlimm, wie ich zuerst gedacht habe. Schön. So, jetzt sind wir am Andachtsplatz
und zwar am Andachtsplatz von der Landesgartenschau 2010. Die war nämlich hier in Schwenningen. Mhm. Und da wollen wir uns jetzt verabschieden von euch. Ja, und man kann da sagen, das ist ein wunderschöner Park. Ja, nicht nur ein Park, es ist eine wunderschöne Ortschaft. Also ein bisschen Design gehört die Stadt, aber das machen sie auch. Sie sind da dran, da sind viele Neubauten. Es ist wunderschön mit dem Schwenninger Moos. Ja, ja, das ist natürlich das absolute Highlight, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber auch die Neckarquelle ist sehr schön hergerichtet. Die hat man damals auch zur Landesgartenschau hergerichtet. Und Spielplätze sind da. Wir blenden euch mal ein paar Bilder ein. Also jede Menge Spielplätze, schöne Spielplätze haben wir gesehen, die vielleicht auch noch von der Landesgartenschau her stammen, aber natürlich jetzt frei zugänglich sind. Also uns hat es sehr gut gefallen. Mhm. Wenn ihr nach Schwenningen kommt, müsst ihr Villingen getrennt machen. Denn wir haben uns sagen, dass die Villinger und die Schwenninger, das sind sich nicht so grün. Die sind sich nicht so grün, ja. Also wir hätten jetzt da keine Berührungsprobleme, aber jetzt trauen wir uns natürlich nicht nach Villingen. Das müssen wir jetzt ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Da gehen wir ein anderes Mal hin. Weil Villingen, da ist ja die, das ist die auch eine Hochburg von der alemannischen Fasnacht und da gibt es bestimmt auch einiges zu erkunden. Ja, ja, was es doch gibt in Schwenningen, da gibt es die Wild Wings, das ist eine Eishockeymannschaft. Ja. Und ich sage mal, das ist wahrscheinlich ungefähr, was im Fußball der 1. FC Nürnberg hieß, das ist in Eishockey die Wild Wings, die ich glaube, ich verliere noch immer, oder? Keine Ahnung, also da will ich mich jetzt nicht dazu äußern. Ich weiß zwar, dass es die gibt, aber wie die jetzt da stehen und wie die spielen, das lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, der 1. FC Nürnberg wird jetzt immer gewinnen in Zukunft, dann werden das die Wild Wings auch. Ja. Und zum Wohnmobilstellplatz wollen wir noch was sagen. Der ist zwei geteilt, haben wir ja schon gesagt. Wir blenden nochmal ein Bild ein von der Versorgung, von der Entsorgungsstation. Und wir haben nämlich da heute schon entsorgt. Und man steht da schön. Man kann auch Liegestühle sicherlich problemlos rausstellen. Es waren ja. Also es steht ein Schild, dass Campingverhalten nicht erwünscht ist. Campingähnliches Verhalten ist unerwünscht. Mhm. Und unter campingähnlichem Verhalten bezeichnen die Grillen, Duschen im Freien und was noch? Etc. Ja, aber bestimmt nicht Stühle rausstellen und sich und ein bisschen die Sonne genießen. Und sich ein bisschen beschatten mit der Markise, sicherlich auch nicht campingähnlich. Also ich denke, dass jetzt um die Jahreszeit, also sicher nichts los, wenn man da wahrscheinlich seinen Stuhl rausstellt, um da was zu essen oder einfach die Sonne zu genießen. Das sagt wahrscheinlich keiner was. Vielleicht ist es eher darauf gemünzt, wenn natürlich Messe ist. Denn in Schwenningen ist dann ja ist immer klar. Dieses Südwestmesse und da ist es wahrscheinlich dann nicht so gerne gesehen oder überhaupt nicht. Will man das nicht haben, weil dann braucht man ja auch den Platz. Aber wahrscheinlich würde niemand was sagen, wenn wir jetzt einen Stuhl rausstellen. Das war jetzt ein bisschen umständlich von der Ossi ausgedrückt. Im Prinzip ist, fahr die Markise raus und stell Stühle raus, da sagt bestimmt niemand was. Stimmt's? Weiß ich nicht. Also wir haben nichts rausgestellt. Ja, wir waren ja unterwegs viel. Eben, und genau, wir waren ja unterwegs. Und haben dann innen gekocht, aber wir hätten es machen können, weil eigentlich war es schönes Wetter. Ja. Aber es ist schon vorbei. Wir fahren jetzt dann auch weiter. Ja, wir sagen Tschüss, oder? Ja. Also, wenn es euch gefallen hat. Ja, das hoffen wir. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Also wir fanden das ein wunderschönes, gelungenes Ausflugsziel, was wir uns da wieder mal rausgeholt haben. Können wir mal gut empfehlen. Ja, und ja eben dieses Moos, das ist ja wirklich sehr empfehlenswert. Ja. Und ja, dann war es das jetzt. Dann hören wir jetzt auf. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ruhig einen Daumen hoch geben. Jawohl. Sind wir euch nicht böse dafür. Nein, wer uns noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Wir würden uns natürlich da auch drüber freuen und uns natürlich dann auch weiterhin anschauen. Und ja, Glöckchen nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Natürlich gibt's das. Okay, also auf jeden Fall halt der ganze Kladradatsch und somit ist jetzt Schluss, oder? Ja. Also, tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind jetzt wieder zurück von unserer kleinen Tour. Und jetzt haben wir natürlich Hunger. Und was liegt näher, als dass der Helle uns jetzt was kocht? Oder? Was meinst du? Ja, verhungern wollen wir ja nicht. Nö, genau. Deswegen übernehme die Aufgabe ich. Ja, und dass es eigentlich ein wenig schnell gehen muss und wir auch nicht so viel Aufwand haben wollen, gibt es heute eigentlich nur
Schinkelnudeln. Das heißt ja nur, das macht man genügend Mühe. Oh, okay, macht genügend Mühe. Also ich empfinde das als ein schnelles Essen, aber das schmeckt sehr lecker. Auf normal.